So, in diesem Thema geht es jetzt um die technischen Grundlagen, das heißt um die Konzepte, die wir brauchen, um das Gebiet der Computernetzwerke zu verstehen. Wiederum Formatwechsel, wir probieren was Neues. Ich versuche jetzt direkt auf dem Tablet hier zu navigieren und schaue mal, ob das ganz gut funktionieren wird. Grundsätzlich schaut es so aus, dass wir uns in diesem Themenbereich Grundlagen der Computernetzwerke 4 einzelne Aspekte anschauen werden. Wir werden uns zuerst einmal mit dem Bereich der Computernetzwerke an sich vertraut machen, mit der Begrifflichkeit. Dann auf einerseits die Knoten da drinnen eingehen, das sind die Begriffe Host, Client, Server, Peer, und dann auf die Art der Datenübertragung, das ist die Paketvermittlung. Letztendlich schauen wir nur auf dieses Netz der Netze, auf diesen Verbund von Einzelnetzwerken, den wir heute als das Internet bezeichnen. Das ist das Programm für dieses Thema. So, die Begrifflichkeit der Computernetzwerke ist relativ rasch erklärt. Es geht, wie wir schon bei den Grundlagen von verteilten Systemen gehört haben, um einzelne Knoten, die wir untereinander verknüpfen möchten. Ich sitze mir ganz kurz mal hin. Die wir untereinander verknüpfen möchten, jetzt auch tatsächlich auch physisch mit einem Netzwerk zueinander in Beziehung setzen möchten. Das heißt, wir haben einzelne Rechner und die sind auf irgendeine Art und Weise untereinander verknüpft, sodass der Rechner 1 mit dem Rechner 2 kommunizieren kann, aber auch der Rechner 1 mit dem Rechner 3, wo es vielleicht gar keine direkte Verbindung gibt. Wenn wir dann wieder zurückschauen, haben wir da auch den Begriff der Protokolle bereits angelegt. Der ist da. Der Begriff der Protokolle meint, dass wir auf diesen Leitungen, die wir da eingezeichnet haben, unterschiedliche Arten von Sprachen im Wesentlichen sprechen. Das heißt, dass sie die Knoten untereinander einigen müssen, 1 und 2 in dem Fall, oder 1 und 3 oder alle, die dazwischen liegen, die Knoten untereinander einigen müssen, auf welche Art und Weise sie miteinander sprechen. Das nennt man ein Protokoll. Das legt einerseits fest, wie der Kommunikationsablauf selbst ist, das heißt, wer sprechen darf, wer als erster spricht, ob dann erwartet wird, dass was zurückgeschickt wird oder nicht, aber auch, wie die Nachrichten an sich ausschauen. Das ist ganz wichtig. In diesem Zusammenhang, wir werden uns in den nächsten Themen dann mit ganz konkreten Protokollen wie dem IP oder dem TCP auch beschäftigen. So, ein wesentlicher weiterer Begriff, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir über Netzwerke sprechen, ist jener der Topologie. Topologie meint, wie das Netzwerk entweder physisch oder logisch aufgebaut ist, das heißt, wie die Knoten untereinander vernetzt sind. Auch hier vielleicht wieder eine ganz kurze Zeichnung. Eine sehr gängige Topologieform ist, dass es irgendwo einen zentralen Knoten gibt, an dem alle Knoten, die untereinander kommunizieren sollen und die miteinander kommunizieren sollen, angeschlossen sind. Das läuft da irgendwo zusammen. Man spricht dann von einer Sterntopologie. Eine weitere Art von Topologie, mit der wir sehr oft zu tun haben, ist die sogenannte Bustopologie. Bei einer Bustopologie gibt es nicht diesen einen zentralen Knoten in der Mitte, sondern da gibt es eine Leitung, den sogenannten Bus, an dem alle Knoten angeschlossen sind und über den alle Knoten miteinander kommunizieren. So, und im Skriptum neu erwähnt, durchaus zumindest auf abstraktere Ebene, wenn man nicht die einzelne Leitung anschaut, sondern ein Netzwerk an sich, wie es strukturiert wird, zum Beispiel in einem Gebäude. Durchaus gängig ist die sogenannte Baumtopologie. Bei der Baumtopologie geht es dann darum, dass wir unser Netzwerk so aufbauen, dass es halt irgendwo einen Knoten gibt, von dem Leitungen ausgehen, wieder weitere Knoten, die vielleicht dann nur für die Kommunikation zuständig sind und gar nicht irgendwie Funktion bieten. Das immer weiter nach unten verzweigt,
bis wir irgendwann bei den Endknoten sind, die dann tatsächlich vielleicht untereinander kommunizieren. Wenn jetzt natürlich der Einser mit dem Zweier kommunizieren will, dann muss die Kommunikation zuerst darauf gehen und dann wieder darunter. Aber tatsächlich ist das eine Art von Topologie, mit der wir so oft zu tun haben. So. Und wenn wir in Gebäuden strukturierten Netzwerkverkabelungen und wenn man jetzt noch anschaut, wie das Internet auf übergeordneter Ebene aufgebaut ist, dann sprechen wir von einer Netztopologie. Netztopologie wäre eben, dass die einzelnen Knoten alle miteinander vermascht sind. Das kann, man sagt auch Mesh dazu, also Maschentopologie, irgendwie miteinander verbunden sein. Und man muss halt dann irgendwie einen Weg durch das Netzwerk finden. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wenn wir nochmal durchschauen, was wir jetzt gehabt haben, die Sterntopologie, die Bustopologie, die Baumtopologie und die Maschentopologie. Vorher habe ich kurz erwähnt, dass diese Topologien physisch und logisch sein können. Physisch heißt, wo tatsächlich dann die Kabel gelegt werden. Logisch heißt, wie das Netzwerk, wie die einzelnen Knoten das Netzwerk tatsächlich sehen. Das kann unterschiedlich sein. Vielleicht das beste Beispiel ist ein heute gängiges lokales Ethernet. Ein Ethernet per se, werden wir nachher sehen beim übernächsten Thema, wo es um Ethernet gehen wird. Ein Ethernet ist eine Bustopologie. Immer als Bus aufgebaut, das heißt, alle Knoten hängen an einer gemeinsamen Leitung und machen sie dann mit einem ganz bestimmten Mechanismus aus, wie sie miteinander sprechen können. Physisch wird ein Ethernet heute sehr oft als Stern aufgebaut. Das heißt, da hat man dann ein Gerät in der Mitte sitzen, das sich Switch nennt. Dieser Switch kann in einen Router eingebaut sein. Dann haben wir das, was wir heute in Heimnetzwerken sehr oft haben. Also ein Switch, an dem von dem aus zu jedem einzelnen Gerät, das angeschlossen ist, ein einzelnes Kabel geht. Das heißt, physisch haben wir einen Stern, logisch haben wir nach wie vor einen Bus. Man kann sich das so vorstellen, dass diese Anschlusskabeln des Busses, die wir da sehen, dass die im Switch drinnen konzentriert sind und es halt da tatsächlich diesen Bus gibt, wo alle einzelnen Geräte angeschlossen sind. Das ist die Unterscheidung zwischen logischer und physischer Struktur. Gut, dann haben wir diesen Begriff der Topologie einmal soweit geklärt und können uns jetzt Zugriffsverfahren überspringen wir vielleicht an dieser Stelle. Da wird es bei Ethernet ohnehin nochmal weiter ins Detail gehen. Können uns jetzt mit den Begriffen von Host, Client, Server und Peer auseinandersetzen. Die werden immer wieder verwendet, die werden teilweise synonym verwendet. Wenn wir von Knoten in einem Netzwerk sprechen, dann sprechen wir auch, also von Knoten im Sinne von Computern in einem Netzwerk, dann sprechen wir auch von Hosts. Das heißt, jeder einzelne Knoten, den wir da sehen, das wird oder könnte ein Host sein. Host ist also ein ganz allgemeiner, ganz generischer Begriff, mit dem es immer wieder manchmal Probleme gibt, den zu verstehen oder den korrekt zu verwenden. Sagt aber nichts anderes als das einfach nur, das ist ein Computer, der in einem Netzwerk irgendeine Rolle übernimmt. Welche Rolle der übernimmt, das legen wir jetzt durch die Verwendung des Begriffs Client und Server fest. Vielleicht wieder eine kleine Zeichnung. In einem Netzwerk ist es ja oft so, dass, haben wir vorher bei den Gestaltungskriterien besprochen, dass Dienste angeboten werden, die dann andere Knoten wiederum die dann andere Knoten wiederum nutzen möchten, so würde ich sagen. Und man trennt dann in einem Netzwerk zwischen Knoten, die einen Dienst anbieten und Knoten, die einen Dienst nutzen. Also der Drucker, der im Netzwerk ist, der bietet einen Dienst an, nämlich das Drucken, oder der File-Server, der im Netzwerk hängt, jetzt habe ich den Begriff schon verwendet, Server, der bietet einen Dienst an,
nämlich Zugriff auf Dateien, und dann gibt es andere Rechner, die diesen Dunst nutzen, also was ausdrucken oder eine Datei öffnen, Datei laden. Bei jenen, die den Dienst nutzen, spricht man von einem Client, bei jenen, die den Dienst anbieten, spricht man von einem Server. Und im Verbund spricht man von einem Client-Server-System, das heißt, es gibt da Verbindung zwischen diesen beiden. Das ist der Nutzer. Vielleicht kann ich das da dazu schreiben, schauen wir mal. Genau, das ist der. Das ist der Nutzer. Und hier haben wir den Anbieter. Genau. Also Client, jener, der einen Dienst nutzt, Server, jener, der einen Dienst anbietet. Jetzt muss das natürlich nicht notwendigerweise so klar trennbar sein. Wir haben vorhin in einem früheren Video schon von Mehrschichtenarchitekturen gesprochen, also wo es einen Datenserver gibt, wo es eine Geschäftslogikschicht gibt, die auf irgendeinen Knoten läuft, und dann eine Präsentationsschicht gibt, die auf irgendeinen Knoten läuft. Das heißt, wir haben vielleicht einen Knoten, wo die Präsentationsschicht läuft, einen Knoten, wo der Business Layer angesiedelt ist, und einen Knoten, wo die Daten angesiedelt sind. Und wenn man jetzt da diese Client-Server-Logik drüber liegt, dann sieht man, dass die sind untereinander verbunden, die kommunizieren untereinander. Dann sieht man, dass für die Präsentationsschicht, für die Anwendung, die tatsächlich nur die Darstellung macht, die ein Client ist und diese Business-Schicht als Server nutzt. Gleichzeitig ist aber die Datenhaltungsschicht der Server für die Geschäftslogikschicht als Client. Das heißt, es kann ein Knoten durchaus beide Rollen einnehmen. Das ist aber klar getrennt, und das bleibt immer statisch so. Das heißt, in einem Client-Server-System ist ein Server immer ein Server und ein Client immer ein Client. Und das ist das, was das Ganze dann abgrenzt von einem sogenannten Peer-to-Peer-System. Also von Peers spricht man auch noch öfter. Peers sind Hosts, also Rechner im Netzwerk, die grundsätzlich einmal gleichberechtigt sind. Also die in der Kommunikation keine ausgezeichnete Rolle übernehmen. Die sind immer gleich, die tauschen Daten untereinander aus. Man kennt das von File-Sharing-Netzwerken zum Beispiel, da gibt es nicht nur den einen, der herunterlädt, und den einen, der anbietet, sondern in einem File-Sharing-Netzwerk ist immer jeder Knoten, jeder Peer gleichzeitig Anbieter und Konsument. Und was gerade runtergeladen wird, wird jemand anderem wieder angeboten. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist es aber sehr wohl so, dass es Client-Server-Verteilung gibt. Ganz allgemein, von vornherein festgelegt, ist es aber nicht so, dass es ausgezeichnete Knoten gibt. Die sind alle gleichrangige Peers. Man hat das sehr oft in Sensornetzwerken zum Beispiel, wo jeder Sensor grundsätzlich die gleiche Rolle spielt. Die Sensoren vernetzen sie dann untereinander, tauschen Daten aus, bis an irgendeiner Stelle dann ein Sensorknoten eingebaut wird, der den sogenannten Uplink zum Netzwerk schafft, wo die Daten dann abgegriffen werden können. Also nochmal, Client-Server, die Rollenverteilung bleibt statisch, die bleibt fix, die ist schon beim Design des Systems festgelegt und wird dann immer manipuliert. Die Rollenverteilung in einem Peer-to-Peer-System ist dynamisch, die wird nicht im Vorhinein festgelegt. So, hoppla. Das ist dann auch hier nochmal genauer beschrieben. Und dann haben wir an sich die Knoten mal so weit durch. Bei Peer-to-Peer-Systemen gibt es dann noch Unterarten, die wir hier beschrieben sehen. Auf die gehen wir an der Stelle nicht genau ein. Bitte einfach im Skript und dann nochmal nachlesen. Worüber wir uns dann darüber unterhalten müssen, ist, wie diese Knoten untereinander kommunizieren. Wenn wir uns erinnern, vorhin, wo wir skizziert haben, welche Arten von Netzwerk
Topologien es denn gibt. Sowas wie das Bussystem, das wir da jetzt sehen. Dann ist klar, dass es nicht zwischen jedem Knoten eine separate Leitung gibt. Das wäre aber notwendig, wenn man sowas machen würde wie ein sogenanntes leitungsvermitteltes Netzwerk, dass also, so wie im Telefonnetz, Leitungen, fixe Leitungen, über die Daten ausgetauscht werden können, zwischen jedem Knoten geschalten werden. Und wenn die belegt sind, dann kann der Knoten keine andere Verbindung mehr annehmen, außer er hat einen zweiten Anschluss. Das wäre sehr unpraktisch, deswegen wird das im Normalfall anders gelöst und das nennt man dann ein sogenanntes paketvermitteltes Netzwerk. Leitungsvermitteltes Netzwerk wäre, wir schalten eine fixe Leitung, die so lange bestehen bleibt, solange zwei Knoten miteinander kommunizieren und dann wird die Leitung wieder weggenommen, so im Telefonnetzwerk, wenn man auflegt und dann kann jemand anderer mit diesem Knoten sprechen. In einem paketvermittelten Netzwerk gibt es keine geschalteten Verbindungen, dort werden tatsächlich nur einzelne Datenpakete ausgetauscht. Und es gibt dann irgendwelche Komponenten im Netzwerk, die sich darum kümmern, dass diese Datenpakete vom Sender zum Empfänger kommen. Kann man sich vorstellen wie ein Brief. Das heißt, in diesem Datenpaket muss irgendwo vermerkt sein, wer der Empfänger ist. Dann schiebt der Sender das irgendwo ins Netzwerk und dann kümmern sich irgendwelche Komponenten darum, dass das dem Empfänger auch zugestellt wird. Das ist tatsächlich die Aufgabe des sogenannten IP im Internet, des Internetprotokolls. Wenn wir da jetzt im Skript nochmal schauen, dann ist da ist das beschrieben, wie die Paketvermittlung funktioniert. Da steht eben, das Paket enthält eben die Absenderadresse, die Quelle des Pakets, auch das Ziel des Pakets. Normalerweise steht dann nur dabei beim Paket, wie lang das ist, ob es irgendeine ID-Nummer hat, dass man mehrere Pakete gibt. Das ist ja das Nächste, wenn man Paket kann dann logischerweise, sonst würde man das Netzwerk blockieren, nicht beliebig groß sein. Das heißt, wenn man eine große Nachricht hat, muss man die auf mehrere Pakete aufteilen. Dementsprechend wird man irgendwo im Paket vermerken, das wievielte Paket der Kommunikation das ist. Und vielleicht auch noch drauf schauen, schreiben, was da drinnen ist. Im Internet gibt es das IP oder das TCP-IP, das Protokollbündel, das wir verwenden. Und da schreibt man dann drauf, ob das jetzt HTTP, also Webdatentransfer ist, oder ob da E-Mail drinnen steckt, das wird im Paketheader vermerkt. So, habe ich schon gesagt, die Pakete werden dann im Netzwerk weitergeleitet, bis sie irgendwann einmal beim Empfänger landen. Es gibt dann noch die Unterscheidung zwischen der sogenannten verbindungslosen und verbindungsorientierten Paketvermittlung. Das sehen wir hier. Bei einer verbindungsorientierten Paketvermittlung, das ist so ein Zwischending zwischen der Leitungsvermittlung und der Paketvermittlung. Verbindungsorientierte Paketvermittlung bedeutet, dass bei der Übertragung sichergestellt wird, dass die Pakete auch tatsächlich ankommen. Das heißt, es wird geschaut, habe ich alle Pakete erhalten, die werden durchnummeriert. Vorher wird ein Paket gesendet, wo steht, okay, das ist der Anfang der Übertragung, am Schluss kommt ein Paket, das ist das Ende der Übertragung, dann kann ich sicher sein, ich habe alles erhalten. Und damit können wir so tun, wie wenn wir eine stehende Verbindung, also eigentlich eine Leitung, hätten. Das nennt man eine verbindungsorientierte Datenübertragung. Das ist das, was wir in modernen Mobilfunknetzen zum Beispiel haben, wenn eine Verbindung, wenn Sie wen anrufen, wenn wir eine Verbindung aufbauen, dann ist das keine tatsächliche Verbindung im Sinne von, dass da wie im alten Telefon jetzt das wirklich der Fall war, eine Leitung mit Relais durchgeschalten worden ist, wo dann der Strom wirklich von der einen Endstelle zur anderen Endstelle durchfließen konnte. Das ist nicht mehr so. Es wird eine verbindungsorientierte Paketvermittlung aufgebaut. Das heißt, wir werden tatsächlich die Daten digital übertragen, in einzelnen Paketen unterteilt. Können aber durch diesen ganzen Rahmen, der darum gespannt wird, so tun, wie wenn es eine stehende Verbindung wäre. Man spricht eben von einem verbindungsorientierten Protokoll oder einer verbindungsorientierten Paketvermittlung. Bei einer verbindungslosen haben wir das nicht, das ist jetzt einfach zu erklären. Da gibt es diesen ganzen Overhead, den man treibt, um so zu tun, wie wenn es eine Leitung gäbe, den gibt es nicht. Wir schicken ein Paket weg und es ist uns egal,
ob das ankommt oder nicht, oder wir wissen einfach nicht darüber, ob es angekommen ist oder nicht. Dann spricht man von einem verbindungslosen Protokoll. Wir werden auf diese ganzen Begriffe bei den konkreten Protokollen im Internet dann alle nochmal zurückkommen und die mit Beispielen hinterlegen, nur damit jetzt einmal klar ist, was wir meinen, wenn wir davon sprechen. Es ist auch hier nur einmal beschrieben. Und damit hätten wir eigentlich die Grundbegriffe geklärt. Also in einem modernen Netzwerk haben wir einzelne Hosts, die je nach Anwendung Client-Server-Rollen übernehmen oder als Peers agieren, also als gleichberechtigte Knoten im Netzwerk. Und normalerweise haben wir dann ein paketvermitteltes Netzwerk. Die Daten werden also über die Leitungen in Paketen ausgetauscht und je nachdem, welchen Aufwand wir treiben, haben wir verbindungslose Paketvermittlung oder eine verbindungsorientierte Paketvermittlung. So, jetzt haben wir ein Netzwerk aufgebaut. Wir können die einzelnen Hosts miteinander sprechen lassen und haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Außer, dass wir räumlich immer nur beschränkt sind. Das heißt, unser Netzwerk hat zwar vielleicht eine bestimmte Ausdehnung, unser Netzwerk kann lokal sein, wenn wir über sogenannte Wide Area Networks sprechen, dann kann das durchaus ein landesweites Netzwerk sein, wo die Daten über weite Strecken übertragen werden. Es ist aber nicht so, dass man mit jedem beliebigen Rechner, der irgendwo auf der Welt in einem Netzwerk hängt, sprechen kann. Das ist erst möglich geworden mit der Entwicklung des Internets. Das Internet vom Namen her ist das Netzwerk der Netze, also Internet. Verbundenes Interconnected Network, wo versucht worden ist, mit Schichtenprotokollen, also mit Protokollen, die wiederum in Schichten aufgebaut wurden, die Komplexität zu verstecken, dass eigentlich physisch darunter unterschiedliche, verschiedene Netzwerke liegen. Und dann ist ein Protokoll, nämlich das IP, das Internetprotokoll, geschaffen worden, mit dem man über diese unterschiedlichen Netzwerke hinweg einheitlich adressieren konnte. Das heißt, von irgendeinem Knoten, der in irgendeinem Netzwerk hängt in Europa, auf irgendeinen anderen Knoten, der in einem Netzwerk in den USA hängt, zugreifen kann mit einem einheitlichen Protokoll, sagen wir bei dem Begriff, den wir vorher gehabt haben. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, haben wir im Internet viele Einzelnetzwerke. Die einzelnen Hosts sind da drinnen, die sind irgendwie untereinander verbunden. Das können Sterntopologien, Netztopologien, was auch immer sein. Ich skizziere das nur ganz kurz. Man spricht da, und das können auch komplett unterschiedliche Technologien sein. Das heißt, sie haben vielleicht auf der einen Seite irgendein altes sogenanntes Token-Ring-Netzwerk. Sie haben auf der anderen Seite vielleicht Ethernet, ein modernes, irgendwo gibt es ein Wi-Fi, also ein drahtloses Netzwerk. Ganz egal, man spricht hier von sogenannten autonomen Systemen im Internet. Und die sind alle untereinander verbunden. Also sind nicht die Netzwerke verbunden, sondern es gibt halt dann da drinnen Knoten, die sogenannten Router, die Verbindung zwischen den Netzwerken herstellen. Die kennen diese Verbindungen, kennen wieder oder sind meistens dann auch redundant. Das heißt, es gibt mehrere Wege zum Ziel, weil die Idee des Internets vom Designkriterium her war, dass auch im Falle eines Atomkriegs, also war ein militärisches Projekt des Internet, dass auch im Falle eines Atomkriegs die halbe Infrastruktur ist weg, die Kommunikation aufrechterhalten werden kann. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wenn jetzt eines dieser autonomen Systeme weg ist oder mehrere dieser autonomen Systeme weg sind, dann soll es auch möglich sein, über die dass die restlichen Rechner in den noch existierenden autonomen Systemen miteinander kommunizieren. So, das ist sehr schnell aus dem militärischen Bereich in den wissenschaftlichen Bereich weitergewandert und hat dann Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre so den Siegeszug angetreten, wo das dann auch im kommerziellen Sektor Verbreitung gefunden hat. Das ist das, was wir heute verwenden, wenn wir vom Internet sprechen, diese Netzwerkinfrastruktur,
wo, wie gesagt, einzelne Netzwerke über unterschiedliche Hierarchieebenen im Normalfall, also das ist nicht so eine flache Hierarchie, wie es da jetzt skizziert war, sondern normalerweise gibt es da schon Hierarchieebenen, wo unterschiedliche Technologien eingesetzt werden, miteinander verbunden sind. Das heißt, Sie haben vielleicht, mal da nochmal skizzieren, irgendwo ein kleines Busnetzwerk, also ein Ethernet, wo dann irgendwo ein Router dranhängt, der wiederum, das kann das Heimnetzwerk zum Beispiel sein, und die Knoten sind halt dann der smarte Fernseher und da kommt der WLAN auch noch dranhängen, das Smartphone und der Desktop-Rechner und vielleicht noch ein Notebook, das man ansteckt. Das sind die einzelnen Knoten. Und dann gibt es den Router bzw. das Modem zu diesen ganzen Begrifflichkeiten, die unterschiedlichen Geräte, zu denen kommen wir dann gleich noch, die eine Ebene höher auf Ebene des Providers sich in dessen Netzwerk einklinken. Und das kann wieder Ethernet sein oder das ist dann was anderes, wo wir andere dranhängen. Oder sagen wir, das ist vielleicht ein DSL. Logisch vielleicht wieder eine Busstruktur, physisch eher sowas wie ein Stern vielleicht. Und dieser Provider wiederum wird wieder irgendwo einen Host haben, wieder irgendwo einen Router haben, also das war ein Router, wieder irgendwo einen Router haben, der sich wiederum in den Internet-Backbone des Landes einwählt oder der an irgendeinen Internet-Knotenpunkt, wie sie weltweit aufgebaut worden sind. In Frankfurt ist der größte in Europa, der D6 zum Beispiel, an irgendeinen Knoten sich einwählt, reinhängt und dort mit anderen autonomen Systemen sich verbindet. Das heißt, da geht es weiter und da gibt es dann ein Netzwerk, ein Backbone-Netzwerk, wo wiederum ganz viele einzelne Provider dranhängen. Und von dort aus geht es dann vielleicht auf oberster Ebene zu anderen Backbones, auf anderen Kontinenten mit Unterseekabeln, was auch immer. Und wichtig ist, auf jeder Ebene oder in jedem Netzwerk, jede Verbindung kann eine andere Technologie verwenden. Das ist uns im Internet dann egal, weil das IP, das über diesen einzelnen Netzwerktechnologien drüber liegt, das über diesen einzelnen Technologien drüber liegt, davon abstrahiert, diese Komplexität, die darunter ist, transparent macht, kann man den Begriff wieder verwenden, und es ermöglicht, dass Sie von Ihrem Rechner zu Hause auf irgendeinen anderen Rechner irgendwo anders auf der Welt zugreifen, egal welches Betriebssystem das ist, egal welche Technologien dazwischen ist, egal welche Verbindung dazwischen existiert, ob sie direkt über den Atlantik gehen können oder dort die Ressourcen ausgelastet sind und sie deswegen einen Umweg über Asien und den Pazifik nehmen müssen. Das merken sie alles im Internet nicht. Das macht die Technologie, die dann das Internet realisiert, also die einzelnen Router. Dazu aber mehr, wenn wir über IP sprechen. Im nächsten Thema beschäftigen wir uns zuerst mit der unteren Ebene, mit den konkreten Kabeln, am Beispiel von Ethernet, das ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe.